Ja, huhu, hier wieder in der Secret World mit der Terra May und dem Grizzard. Ah, und dem Lestrakdak und mir, dem freundlichen Koala von der Nachbarschaft. Wir sind kurz davor, den Katzengott hier auf Nightmare zu verprügeln. Erste Mal Nightmare mit Eukalypta, das wird schlimm enden. Und wenn ihr meine Ankündigung vom letzten Mal noch im Gedächtnis habt, naja. Er ist nicht mehr unsichtbar! Ja, so, auf geht's hier. Ich kann auch jetzt sein, dass ich jetzt allein in diesen Dungeon reingehe, weil ich noch gar keine Nightmares machen kann, aber... Das stimmt. Nein, ich habe den Grezzard mit mir. Sehr schön, zumindest einer. Ja, und ich werde... Ach ja, wir stellen es ja eh, wenn hier ein, und das kann man ja momentan nicht. Doch, genau. Ich freue mich schon. Das muss ich machen, ne? Ich werde wahrscheinlich mit euren Enkeln spielen. So, hier kann man einstellen, ob der Katzengott denn böse ist oder nicht so böse ist. Und wir stellen jetzt ein, dass er böse ist. Weil dann droppt er irgendwie ein tolles Item, glaube ich. Ja, letztes Mal ein cooles 10.1 Hammer. Vielleicht kriege ich gute Pistolen. Ja. Ist schon eingestellt. Jawohl. Dann Malael, der Super Tank. Geht Was denn? Du bist der Einzige, der das ernsthaft durchziehen konnte, ne? Mit dem. Ich meine, es geht um mich und nicht mehr ich kann ernst bleiben. Ach, Leute. Ja. So schlecht ist er doch gar nicht, sage ich jetzt. Ach so, irgendwie das mal hier. Okay. Komm mit. Denk bitte dran, wir haben jetzt nur Einzelschaden hier. Ja. Ja. So viel zum Thema Super Tank. Mhm. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich diese Instanz hier mache. Nicht als Tank. Ja. Ich bin gespannt, wie das aussieht nachher. Ich habe sonst noch niemand was mitbekommen von dem. Ich bin immer noch an den Viechern dran gestanden. Ich freue mich ja schon, wenn er jammert, wenn ich die Akku habe. Ja, das wird passieren. Ja. Sie hat mir die Akku geklaut. Ja, deine Schaufel ist jetzt meine. Keine Schaufel. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich weine nachher. Jetzt kriegen wir das ja ganz gut hin hier. Also ihr, ne? Ich momentan noch nicht so richtig. Sowieso, ich bin am Leben, du machst alles richtig. Oder halt mich ein. Wir haben nur noch eine Kitty vor uns. Mal jetzt rein. Ich bin auch am Bleacher. Oder der Faust. Boah. Was soll das? Wieso rettet mich keiner? Oh, ich bin gerettet. Du hast auch gerade einen Ernte- und Sattabsorgeffekt auf dir, also bemühe dich nicht. Ich glaube, wir haben noch eine übersehen. Nein. Oder doch nicht. Sünde. Ich weiß, was du jetzt meinst, Koali. Mit dem man kriegt gar nichts weg mit. Ja. Stell dich doch hier rauf. Ja, ich muss ja aus den AOEs rausgehen. Ja, hab ich doch auch. Ich hab euch mal einen Leech-Effekt gegeben. Willst du tanken? Oh. Aua. Ich bin tot. Dann kannst du wieder zu uns laufen. Das ist das Gute an dieser Instanz, dass man nicht sofort raus ist. Ich weiß aber gerade nicht genau, woran ich gestorben bin.
Ja, hin und wieder macht er so ein Flächen-AOE, davon kriege ich auch immer Schaden. Oh, noch einer. Schmeißt einfach so. Da kann man auch nicht wirklich ausweichen, weil man es nicht sieht, der das wirklich hinspuckt. Hinwirbelt. Ist einfach dann umgeschmissen und das war's dann. Also, das war's dann in dem Sinne, dass du Schaden kriegst. Und entweder so viel, dass du gleich bei einem Schlag umkippst oder bei zwei. Der Kitty müssen wir wieder rein. Bisher sehe ich keinen weiter. Okay. Bist du überhaupt Terra? Bin doch nur mal rumgelaufen und hab geguckt. Lass laufen! Na? Das ist eine freie Lady. Ich kann laufen, wohin sie will. Ich bin eine freie Lady, ah ja. Ich wusste nicht, dass ich gefunden bin. So, sieht aber. Ja. Doch. Nein. Aber wir haben doch gesagt, wir mögen uns. Ich dachte, das wäre eine Bindung fürs Leben. Autsch. Oh. Okay. Ernte und Saat. Was macht ihr denn da alle? Ich renne einfach im Kreis und hau die ganze Zeit los. Ich bin schon wieder tot. Ja, alle. Sprinten! Genau. Also kannst definitiv hier drauf rumstehen und tanken, ne? Ich weiß, aber ich will mich bewegen. Ich will wenigstens die Illusion vom Movement auch bewahren. Jetzt. Aber ich scheine ja das Akku noch halten zu können, ne? Hat der ja auch mehrfach den Irrflug gegeben. Dass du von mir nicht mal irgendwie Konkurrenz als kriegen müsstest. Dankeschön, dass du extra wirklich auf den zweiten Berg beschätzt. Tot. Warst du es nicht gerade eben schon? Ja, ich halte ja, nichts ich aus. Der muss einmal was machen, dann bin ich direkt weg. Ich habe noch versucht rauszulaufen, aber das ging nicht mehr. So, nächste Phase. Müssen aber jetzt siehst du mal die äußeren zuerst, ne? Es gibt nur außen. Oh. Deswegen, nochmal mit auf den drauf. Ich mach dann noch einen. Drei Stück noch. Jetzt mit dem hier. Dann eigentlich schon wieder am Target. Heilst du mich gerade, Tara? Nein, das ist die Irreführung. Ah, okay. Kann er nicht alles machen? DD und Heiler und Tank gleichzeitig? Es geht.
Okay. Und jetzt noch einen. Den hier. Komm weg, Kitty. Okay. Jetzt müssen wir wieder rein. Boah, direkt mal wieder. Und wow, bilde ich mir das ein oder. Oder laden die sich schneller auf? Tot. Also, den Typen, die Sachen, die der da drin macht, die sind zu hart für meine arme Kleine hier. Deswegen ist es ja auch alt. Boah. Ja, in das Lidl darfst du nicht rein. Wenn das draußen ist, musst du warten, bis das wieder abgeklungen ist. Das glaub ich ja, deswegen habe ich vorhin ja Stopp zu dir gerufen. Ja, ich war gerade auf dem äußeren Ring der Kampf. Das will ich nicht. Schade. Anton sagt. Oh, ich mag die Welt. Oh, ich glaube, das ist die letzte Phase. Erstmal die Außen. Erstmal die Außen, ja. Wird. So, und liebe Kinder, falls ihr jetzt auf die Idee kommt, auch dieses Zeugs hier zu machen. Ich erinnere euch daran, dass Rezard Maler Evil Terror Endgame kaputt wird. Also, okay, Endgame. Wenn ihr das hier auch machen wollt, so früh, dann besser nicht auf böser Katze kommen. Zumindest wenn ihr nicht so weit seid. Ich bin eigentlich eher nicht Endgame. Sagen wir, wir sind gerade reingekommen, also richtig Endgame-Charakter. Ich sage Kur 6. Ich bin auch nicht wirklich Endgame. Ja, die Ausrüstung fehlt. Gerade die Flügel bekommen. Ja. Das ist der Einstieg zum Endgame. Ja. Also die Flügel habt ihr ja alle schon gesehen. Die habe ich ja schon öfter mal gezeigt. Ja, aber nur die dunklen, nur die pechschwarzen. Geil. Ja, die schönen hellen. Ha, schwarz ist die Farbe der Macht. Genau, wie bei den Jedi. Wingman. Ja. Wir gehen zusammen Frauen auf Reisen. Ah, ich weiß nicht, ob du mir dabei helfen kannst. Hohoho! Nein, könnte ich nicht. Das war nicht so, jetzt sind nur noch drinnen. Jeweils vier. Also, jeweils zwei auf einer Seite. Was lernen wir hier raus? Stonehenge steht gar nicht da, wo wir mal dachten. Oder wo liegt schon nochmal ein Edelstein? Ich weiß gar nicht, wo Salomon ist. Das müsste irgendwo Amerika sein, eigentlich. Keine Ahnung, eigentlich, ehrlich gesagt. Ein paar von denen wirken schon englisch auf mich. Das sind Indianer. Doch. Auch Wikinger. Ja. Okay, der wurde aber erwähnt, dass die von woanders kommen. Das stimmt. Nein, das ist Amerika. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Will ein Dash, falls du das weißt.
Oder wie hieß der nochmal? Hirnschiss? Ja. Genau der. Ach, hat er schon mal wieder öfter geschrieben? Nein. Er spielt gerade ein Star Wars Spiel von 2008 oder 2007. Ziemlich witzig. Ernt und Saat. Okay. Ich bin wieder tot. Ist sie tot? Noch bin ich nicht tot. Kommen wir gleich wieder. Wir warten so lange auf dich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er die nächsten paar Sekunden drauf geht. Er will gar nicht, dass ich mitspiele. Er macht schon wieder die lilane Suppe. Ernt und Saat. Und ich zünde. Yes, wir haben ihn. Und eine schöne Videosequenz erwartet uns. Ja. Viel Spaß damit. Du solltest aufpassen, mit wem du rumziehen tust. Mama immer gesagt, nicht jedes Aroma willkommen. Musst Preis zahlen, für was ist nötig. Du verlierst dir, wenn du mischen dir. Verlierst andere auch. Du auch gemischt aussehen. Ganz genau. Seh ich in den Bauch. Ah, entschuldige. Was willst du? Ah, ist egal. Bim bam klingt die Glocke. Wie Geschmack von Honig. Das ist interessant. Dachten wir fertig mit Menschen, hatten Hexenzunge. Zähne von Schlangenfrau, hatten schon Augen von Mama. Dachten hätten schon alles, waren beim nächsten Krallen von König von Katzen. Gekrallt bis hier. Hier, wir machen Dinge, was mir göttlich. Kannst schauen, hast kein Verstehen von die Kunst. Mischen in den Kopf, ja? Damit kein Ärger. Ganz Vorsicht, musst ganz Vorsicht, sonst es wird ganz komisch mit Verhältnis. Dachten wirklich wir fertig mit Menschen? Halt besser still für das. So, sehr schön. Wir haben jetzt bestimmt irgendwas bekommen. Eine neue Faustwaffe für die Eukalypter. Und eine schöne Tasche mit süßem Saurus drin. Und da ist ein Zuckerschädel drin. Yay! Ein Zuckerschädel. Toast gegen Crowdis Crunchies. Wahnsinn. Was düster Zauber-Vampir. Sieht für 20 Minuten anders aus. Oh. Ja, hab ich auch. Für eine Mumie. Ich werd wieder zum Pharao.
Was hast ihr habt so viele tolle Sachen. Ich krieg immer nur diese Furchtfackeln. Mach, zünde die doch mal kurz. Ah. Ich hab jetzt schon Furcht. Erzittere vor mir! Das ist jawohl! Eine Furchtfackel. Jawohl, Herren! So, ich muss jetzt noch zu Madame Rouget zurück, weil da kriegt man nämlich dann auch noch mal was. Wenn ich denn hier den Ausgang finde. Wir laufen einfach Maler-El hinterher. Gefährlich, gefährlich. Ja, der läuft, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Und ich bin raus. Okay, man kann irgendwo raus. Oh. Ja, und der Weg ist schneller als zum Portal. Oder nicht? Fail. Ja, liebe Epic Kinder. Fail. Das schneidest du raus. Im Leben. Was kriege ich denn dafür? Ey, Moment mal. Ey, erst will ich seine Bestechlichkeit ausnutzen. Naja, aber du hast keinen Einfluss darauf, ob es rausgeschnitten wird, also. Woher willst du denn das wissen? Du hast eine Freundin. Alles. Hallo, ey, man muss nicht alles auf diesem Niveau klären, ja? Gibt es ein anderes? Mann. Okay, dann versuche ich so. Koali, du schneidest doch bestimmt raus, weil ich schon so lange bei dem Let's Play dabei bin. Mal gucken. Okay, lass es drin. Es ist wirklich gut. Ich erinnere dich dran. 17 Stunden. Also circa 18 Stunden müssen wir warten. Ich kann hier gar nicht durch, weil wir diese scheiß Quest hier gar nicht gemacht haben. Welche Quest? Wo man den Tunnel löscht. So. Dann gehen wir nach Agatha, bevor wir hier abnippeln. Soll ich dann schon mal nach New York gehen? Wenn du das möchtest, kannst also du nach New York gehen. Aber nur wenn du das Lied singst. Welch? Das New York-Lied. Hä? Ich war noch niemals in. Ach, das war das. Terror weiß, was ich meine. Ach, das, was die Gremlins gesungen haben in Gremlins 2. Cheerio! Okay. Whatever. Kennst du die nicht? Und ich fand die Gremlins immer harmloser als Gizmo. Gizmo fand ich gruselig, dieses Fellding. Oh! Ja, der war so süß. Ich hatte ja. Gizmo Plüschtier. Okay, ich hatte früher aber auch Angst vor Alf. Was? Ja, wie ich klein war, hatte ich tierische Schiss vor Alf. Okay. Ich hatte Angst vor Galactica. Ich weiß nicht, von Hallo Spencer. Aber das hatten wir schon mal, ne? Das. Weißt du ja nicht, was das ist. Diese Seesackstraße, wie das heißt. Nein. Hallo Spencer. Grezzard, kennst du Hallo Spencer noch? Er ist nicht mehr da. Okay. Terra, kennst du Hallo Spencer? Natürlich kenne ich Hallo Spencer. Urmel kenne ich auch noch. Urmel aus dem Eis! Das Urmel aus dem Eis. Aus der Puppenkiste. Yes. Das kenne ich wieder. Videosequenz. Kennst auch noch. Und das ist die Lebenslinie. Hier, sie... Ich will Andy überzeugen, dass er mehr experimentieren muss. Mit Ermittlungsmethoden und Techniken und so. Kann Beweise nicht ignorieren. Direkt kommt man nicht ans Ziel. Bei, naja, Fällen. Oh, und danke. Also, ich weiß ja nicht, was Sie gemacht haben. Doch Dolly plagt mich nicht mehr. Und, danke, Ma'am. Gerne, Kleiner. Du schaffst das schon. Ich kann ihm einfach nicht sagen, was ich wirklich sehe. Aber ich könnte mich ja irren, nicht wahr? Armer Kerl. Aber die Visionen sind weg. Yeah, das ist doch was.
Ich meine, ich weiß, dass dieser Typ jetzt da draußen ist. Und, Körperteile und Identitäten und sonst was. So, Rü. Übrigens. Genau darum will ich verbrannt werden. In dem Video. Ich hoffe nur, dass, wenn er sowas wieder mal macht, dann hoffe ich, dass sein Opfer, ich weiß nicht, keine Krallen hat. Vielleicht ein Clownfisch. Ein Schmetterling. Damit würde ich fertig. Oder vielleicht könnten mich alle Tiere einfach mal eine Weile in Ruhe lassen. Die gehören doch zu Ihnen, oder? Ja, von Synchronität haben die hier auch noch nie was gehört. Also das liegt nicht daran, dass ich das Video schlecht geschnitten hätte oder so. Das ist wirklich so hier. Sehr gut zu wissen. Ich habe mich schon bei mir gewundert. Okay. Naja. So, und hier haben wir auch was Tolles gekriegt, nämlich eine Katze. Und einen Hut. Und eine Tasche. Und den Hut. Vergiss doch mal den Hut. Und noch eine Tasche. Die Katze soll Purzelchen heißen. In der heißen. Noch eine Tasche drin ist. Und jetzt sind wir ein Zombie. Die Katze soll Purzelchen heißen. Nein. Kennst du auch noch Schnattchen? Schnattchen? Ja, von... ist immer so eine Folge aus dem Sandmännchen gewesen. Nee. Was Schnatti. Ist das Sandmännchen? Oh Gott. Also ich habe früher als Kind sowas geguckt wie Nightmare on Elm Street. Ja, das merkt man. Oder Michael Myers. Ich muss sagen, als Zombie sehe ich gar nicht schlecht aus. Jetzt wissen wir seine Vorlieben. Mhm. Aber ja, wie ich immer sage, jedem sein Fetisch. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Ja. Fetisch? Da bist du wieder hellhörig. Ja. Tja. Während sich die anderen beiden noch weiter über meine Fetische unterhalten, wünsche ich euch einen schönen Tag, Nacht, Tag, egal was ihr gerade habt. Mittag. Ja. Schlaft gut. Oder wacht gut auf. Wir werden uns vielleicht nie wiedersehen. Ja. Achso, ich könnte euch, bevor wir uns ganz verabschieden, euch die Katze noch zeigen. Auch wenn ihr die vielleicht schon gesehen habt im letzten Video, weil der Grezzard hatte die, glaube ich, auch. Wo ist denn die Katze? Grezzard, du hast eine Katze? So. Oh, jetzt habe ich Karl und die Katze. Ich habe eine Muschi, ja. Ah, oh, endlich, Gott. Endlich springt mal einer drauf an. So, und die kann dann tolle Sachen hier. Die kann sich nämlich teleportieren. Und sie kann mit den Augen glühen. Und katzig aussehen. Ich werde sie nie wieder beschwören. Gut, ja. Bis dann. Tschüss. Sagt auch ihr mal Tschüss. Ciao. Ciao. Fetisch. Du bist wie der Umbrer, der immer irgendwo im Penis sagen muss. Okay, das habe ich bisher noch nie mitgekriegt. Ja. Okay. Mit einem... Ciao. Ach, jetzt kommt er nicht, ey. Jetzt hättest du Fetisch sagen dürfen. Fetisch! Ja. Liebe Kinder, falls ihr nicht wisst, was Fetisch ist, googelt es nicht. Fragt eure Eltern. Sagt euch der dicke, bärtige Mann im Internet, hat euch gefragt, was Fetisch ist. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.